Ah, es ist Samstag. Es ist Zeit wieder für eine neue Folge von einem Let's Play. Ich habe lange nichts aufgenommen, wir mussten lange warten. Zumindest die paar, die mir zugucken, mussten lange warten. Ich würde jetzt gleich wieder loslegen und ich werde auch ein paar hintereinander aufnehmen, damit jetzt nicht mehr so viele Unterbrechungen sind. Was laber ich eigentlich noch? Jetzt improvisierte ich. Wir hatten keinerlei Informationen, dass Schweiger zu uns gehörte. Das machte aus ihm einen potenziellen Helfer. Ich musste ihn finden. Nur ein Problem. Berlin war keine Geisterstadt mehr. Die Roten waren durch die deutschen Linien gebrochen und eine Panzereinheit war auf dem Weg dorthin, wo Schweiger gefangen gehalten wurde. Die Deutschen leisteten auf der Museumsinsel Widerstand und ich ließ sie gern verrotten. Aber ihnen zu helfen, den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, war meine beste Chance, mir etwas Zeit zu verschaffen. Mein Plan war dreist, die Brücke mit einem Schuss vom Dach des Museums zu sprengen und die Panzer damit zum Anhalten zu zwingen. Dann könnte ich, während die Deutschen und die Russen es ausfechten, in die Stadt gehen und Schweiger holen. Naja, ist ja schon mal ein Ziel. So, was haben wir denn hier? Wo starte ich denn? Ja. Wahrscheinlich da ganz oben links oder so, keine Ahnung. Ich soll da also auf das Gebäude. Wo die Munition aus dem Park in der Nähe. Ja. Andere Waffe haben wir hier noch nicht. Hier könnte ich Thompson oder MP40 nehmen. Landminen, Stolperminen, Dynamit. Ja, sollten wir machen. Landmine lasse ich mal. Ich nehme mal für einmal Dynamit mehr mit. Stolpermine und Sterngranate nehme ich auch mit. Sicher ist sicher. Auf geht's. Die Kulisse ist schon geil. Ist ja sicher, dass ich ein Sniper bin. Also entweder ist mein Scharfschützgewehr sehr ungenau oder ich bin es. Genau gegenüber liegt einer auf dem Dach. Der kommt! Der fliegt gut! Hallo. Du Arschloch! Friss das! Wer schießt denn da? Ist da jemand im Auto? Als Quickscoper immer. Au. Schön noch durch den Unterarm. Von wo schießen sie denn noch? Wie tut das weh so langsam? Aha, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Komm, schieß nochmal. Er kommt. Und wieder ich Schmodderpumpe. Aha, Nummer 2. Jetzt nochmal das Herz, da war ich ein Hattrick. Und du, wo ist er hin? Ah. Jetzt aber. Flieg! Wie? Hat er gesehen? Den hat er. Die hat er hinten aus seiner Tasche rausgeholt. So, sieht ruhig aus.
Hallo? Ich will euch nichts Böses tun. Ich möchte euch nur töten. Ha! Nicht schon wieder. Was hat der denn da Schickes? Oh. Die ist schick. Ist auch Munition dabei? Nee. Wohin muss ich denn eigentlich? Warte mal. Also ich bin jetzt da. Okay, jetzt muss ich also rüber. Ist einer gestorben, warte mal. Ja, der hatte wenigstens Munition für die Waffe bei. Ninja. Ich bin selber jetzt gerade ein bisschen angespannt, muss ich zugeben. Immerhin war es kurz und schmerzlos. Also ein Kopfschuss ist nicht interessant für ihn, oder wie? Super, jetzt soll ich auch noch einen Keller. Du gehst in den Keller kacken. Ich will aber erst noch mal oben gucken, schnell. Aha, aha. Wusste ich doch, er hat verloren beim Pokern. Ich wusste auch, ich wusste, dass da ein Goldbar liegt, natürlich. Professionell wie ich bin, wusste ich das. Trampel, 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 trampel. Ist da hinten noch? Sind vielleicht auch noch Goldbarren? Nö. Hätte sein können. Hallo. Hallo again. Где принимают брошенное оружие? Комиссар хочет, чтобы ее на грузовике отправили в Принцлау. Что внутри? Только снайперская винтовка. Странно. Habt ihr verstanden, ja? So, wie gehen wir jetzt taktisch vor? Wie wär's denn mit... hier um die Ecke und dann ihn. Es läuft. Kollege, nimm mir jetzt nicht übel, aber du musst hier weg.
Wenn ich da irgendjemanden liegen sieht. Oh. Da liegst du besser. Stell dir mal vor, den hätte da jemand liegen sehen, dann wäre ich doch gleich wieder am Arsch gewesen. Okay, erst um die Ecke. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh yeah. Nur wir wollen aber ernst bleiben, ne? Soll ich hier einfach mal auf den warten, auf den Typen? Ich muss nach da oben, nämlich. Wo ist der denn hin? Rennt der weg von mir oder was? Er hat sein Autoradio hier schon wieder laufen lassen. Ja, ich höre da wen. Aha, ein Stück Gold. Er hält sich immer noch am Fenster fest. Er hält sich wirklich noch am Fenster fest. Was ist denn mal los, Kollege? Der schreit rum, fängt an zu ballern und der Typ, ja, ich komme aus Fenster. Oh, 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 hier. Der Fuß, der Fuß. Da ist mal Robic gemacht. Oh, du kiddest. Oh, wie geil. Ich krieg endlich eine neue Sniper. Oh, wie schön. 1891, 31. Die Russen wissen, wie man ein Scharfschützengewehr herstellt. Oh, wie traumhaft. Sieht gut aus. Yeah, Hammer. Hallo. Ich habe dein neues Scharfschützengewehr und ich würde das gerne testen. Oh, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was haben wir hier? Einfach nur Munition für alles. Lalala. So, jetzt bin ich einmal komplett rüber. Hallo, irgendjemand hier? Da spielt da oben jemand Klavier oder was ist da oben los? Verdammt, ich dachte, ich könnte die Musik endlich ausmachen. Da hinten. So sehr es mir auch in den Fingern juckt, aber so viel Munition oder so schnell bin ich dann nur auch nicht. Aber eigentlich. Also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, eigentlich hätte ich ja schon Bock drauf, ne? Zwar allen voran, Colonel Arschloch.
Grüße. Der kommt gut. Verrückt, Junge! Ja, ja. Schön. Das Ding ist nicht schlecht. Oh, schießt er! Schießt für ihn! Wo, wo? Wer denn? Warum denn? Na, Seitenwechsel. Na, ich sehe dich, Kollege. Arschloch. Holy, holy, holy. Ich hab nicht aufgepasst. Oh. Aua. Da drüben. Scheiße. Ah, nein. Dim, 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 dim. Ich hasse Musik. Nachladen hier. Ich würde ja gerne wissen, auch, ob ich auch leise an ihm vorbeikomme. Fuck the world! Dreistigkeit gewinnt, ich bleibe jetzt einfach stehen. Wo denn? Wer denn? Erzähl mir doch keinen, du warst doch getroffen. Colonel Ahab, fang! Eine deutsche Stiergranate! Tja. Ich hab ihm sogar noch gesagt, dass da eine kommt. Nerv nicht. Nerv nicht. Aua, direkt. Direkt über dem an dem Wangenknochen lang, das muss doch wehtun. Na gut, dann ziehen wir mal richtig. Kompletten Kiefer zerstört. Na, wo ist er? Scheißkopf! Oh! Lol, ist da sein Gehirn mitgeflogen oder was ist los? Ich glaube zwar, dass mich inzwischen jeder gehört haben müsste, wenn hier noch jemand sein sollte.
Aber man weiß ja nicht, ne? Spielelogik hat. Hey, da war volles Feuergefecht. Oh ja, okay, da wird schon keiner gewesen sein. Holy crap, Bo. Aua. Es bietet sich ja alles so an für generische Schnipper. Ach da. Hab dich. Oh, der war zu niedrig. Der kommt gut, der kommt gut. Ich denke, er kam super. Achso. Ah. Gefunden. Wer, ja, was, warum? Schnell gucken, nur sicher gehen. Ah, jetzt soll ich da drüben hin, okay. Los, kletter, mein Junge, kletter! Die Wehrmacht am Arsch, Junge! Oh. Die neue Waffe. Ein Traum in Braun. Oder so ähnlich. Könnte ein super Werbeslogan heißen. Die Waffe finde ich absolut geil und absolut Highlight in dieser Folge. Ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr guckt euch die nächsten Parts an. Ich muss das Video leider cutten. Es war etwas lang, etwas überlänger. Es hatte eine Stunde 10. Dank diverser Tode. Aber das sieht man ja noch früh genug in den nächsten Parts. Es werden insgesamt 3 werden. Die werden dann halt einfach mittendrin einsetzen. Ich werde aber versuchen, beim nächsten Mal, bei den nächsten Folgen danach, dann ich mir einen Timer stellen, so dass wir nicht einfach mittendrin cutten müssen, sondern einfach sagen, okay, hier, zack, bumm, Ende. Wir haben 25 Minuten oder sowas erreicht. Und damit schneiden wir sie dann einfach perfekt dann ab. So dass dann hier nicht einfach so mittendrin Einsätze kommen.
Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach hoch da. Nach oben. Und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen, ob ihr solche Genres oder solche Richtungen wie Sniper Elite V2 halt mögt. Ich würde nämlich gerne noch Sniper Elite V3 Let's Playen. Ich habe es mir auch schon gekauft. Ich wollte jetzt bloß halt erstmal Sniper Elite V2 durchhaben. Oder ob ihr jetzt mehr Horror sehen wollt wieder von mir. Also so wie... wie hieß denn das Game nochmal? Ich weiß nicht. Aber wie meine vorigen Games. Oder ob ihr sowas sagt wie The Forest. Was jetzt auch erst noch in der Alpha ist, aber was ja jetzt schon relativ stabil sein soll. Wenn ihr lieber sowas sehen wollt, ihr könnt es ja einfach mal in den Comments da lassen. Und wünsche euch noch einen traumhaften Abend, Tag, was auch immer. Und ich wäre auf jeden Fall froh, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Sniper Elite V2. Tschüss!